Heute zeige ich euch meinen neuen Futterautomat, was es mit dieser Schaumparty auf sich hat und warum ich nochmal zugeschlagen habe. Moin moin Leute und herzlich willkommen bei Teich und Garten for You. Ein Briefumschlag, was könnte da drin sein von Koi Kühl? Ein Koi-Pass. Und zwar habe ich den noch nachträglich bekommen, habe ja einen Hiyotsuri bei Koi Kühl gekauft und dieses Jahr in den Teich gesetzt. Da steht drauf, was für ein Fisch ist, wie alt er war, wann er von Koi Kühl gekauft wurde. Im Prinzip nochmal eine gute Info. Da kann man schon mal schön nachvollziehen, wie sich der Fisch so über die letzten Monate oder Jahre entwickelt hat, wenn man da später nochmal drauf guckt. Wie ihr sehen könnt, wer ihn auf jeden Fall gesehen hat, er schwimmt da im Bild oben rechts. Er ist munter und gut drauf. Der Hiyotsuri ist übrigens eine Sie. Alle anderen sind auch gut drauf. Wir haben es jetzt schon Ende Mai. Die Fische sind jetzt ungefähr 4 Wochen im Teich. Es gibt bisher keine Probleme. Alle sind munter und fressen. Macht auf jeden Fall einen guten Eindruck. Liegt auch keiner ab oder irgendwelches Flossenklemm, wie man es ja von Problemen kennt. So darf es natürlich weitergehen. Was nicht so weitergehen konnte, war meine Belüftung. Und zwar hatte ich ja so einen Ringbelüfter hier in der Flachzone. Das habe ich geändert und habe es auf eine Stangenbelüftung geändert. Die Stange liegt jetzt in der Flachzone hinten rechts in der Ecke, wird hier gespeist über eine Luftleitung, die hier aus meinem Überlauf kommt, wo ich dann mit der Luftleitung von außen reingehe. Habe das dann hier auch so optisch ein bisschen an die Seite buxiert, dass das nicht mehr so in den Teich reinhängt. Und diese Stangenbelüftung liegt halt direkt an der Wand und sorgt dafür, dass hier eine Strömung in meinem Teich entsteht. Es unterstützt im Prinzip die Strömung, die ich sowieso schon im Teich habe, nochmals, also beschleunigt das Ganze und drückt das Wasser hier links an der Wand schön nach hinten Richtung Skimmer. So sollte es sein, so war es gedacht, so funktioniert es jetzt auch und gefällt mir wesentlich besser. Nicht nur optisch, hat auch eine Funktionalität, sage ich mal, weil es halt die Strömung mit unterstützt. Dieser Belüfterring direkt in der Mitte, das hat mir nicht so gut gefallen. Der hat halt immer so einen Luftpilz, da sammelt sich unter anderem auch mal Dreck, das muss natürlich nicht sein und es hat die Strömung auch gestört. So sieht das Ganze von ein bisschen weiter weg aus. Hier die Fische schön aktiv immer ordentlich am Pellets fressen, wenn es dann auch mal welche gab. Ich habe die Futtermenge auch langsam gesteigert jetzt im Mai. Immer mal so ein bisschen jeden Tag 10, 15 Gramm nach oben gegangen. Immer geguckt, wie sich die Wasserwerte so entwickeln. Ob der Filter die neuen Fischmenge und die neue Futtermengen auch ordentlich packt. Und wie man sehen kann, hat die Azalee, die Große am Teich, nun endlich auch ihre Blüten rausgebracht. Immer ein Highlight, einmal im Jahr. Da sieht man, dass sich die Pflege lohnt. Das macht auf jeden Fall Spaß. So, was gab es dann auch noch? Es gab einen Skimmerkorb. Sieht das Ganze aus, passt oben in den Skimmer rein und ist im Prinzip verkeilt mit dem 110er Rohr, was da drin ist. Und da sammelt sich dann halt auch mal ein bisschen Dreck, muss man einmal am Tag sauber machen. Aber ich brauchte diesen Korb, weil wer mein vorheriges Video gesehen hat, hat mitbekommen, dass einer meiner kleinen Karaschis den Weg in den Skimmer gefunden hatte und im Trommelfilter gelandet war. Dort ein paar Stunden durchgetrommelt wurde, etliche Schuppen eingebüßt hat. Und deswegen musste der Skimmer jetzt abgesichert werden. Das habe ich recht zügig und schnell dann auch gemacht mit so einem Skimmerkorb. Einziger Nachteil halt, dass man ihn einmal sauber machen muss. Aber ich denke, für das Wohl der Koi kann man sowas ruhig mal in Kauf nehmen. Hier unten rechts im Bild seht ihr den Karaschi übrigens. Schwimmt jetzt nach oben weg. Ist richtig munter, hat sich richtig gut wieder erholt. Die Wunden sind auch fast verheilt. Man kann es natürlich noch ein bisschen sehen, wenn man genau hinschaut. Aber die Schuppen sind auch zum Großteil schon nachgewachsen und auch teilweise schon durchgefärbt wieder. Also der wird wahrscheinlich, letztendlich wird er sich so entwickeln, dass man diese Verletzung nicht mehr erkennen kann später. Das freut mich natürlich und zeigt eigentlich auch, wie stark die Selbstheilungskraft der Koi eigentlich ist. Solange halt die Umgebung passt, die Wasserparameter. Und ich denke, bei mir passt das zurzeit sehr gut. Das sieht man halt an den Fischen und auch an der Selbstheilung. Hier der kleine neue Kohaku, auch immer recht munter, immer vorne mit dabei, wenn es was zu futtern gibt. Auch ein kleines Prachtkerlchen. Und die Fische halt wirklich super gut drauf, schön stressfrei, schön zutraulich, so wie ich das halt auch mag.
Und dann war im Prinzip vorgezogenes Weihnachten. Für mich zumindest. es gab ja doch etliche Pakete. Und ich dachte, ich nehme euch mal mit und wir schauen mal rein, was da alles so drin ist. Keumüller Erzgebirge. Da war ich doch schon mal. Was könnte da drin sein? Das wollen wir doch gleich mal sehen. Also, erstmal das Messer rausgekramt und den Karton aufschneiden. Zack. Packen wir doch mal zusammen aus. Hier ein schöner kleiner Karton mit Luftpolsterfolie, um etwas zu schützen. Was könnte das sein? Zwei weitere kleine Pakete. Ein kleines rechteckiges und ein quadratisches. Tja, was mag da wohl drin sein? Oh, das kennen wir doch. Habe ich auch euch schon einmal gezeigt. Das ist der rauchende Koi-Händler. Gibt es bei Keumüller Erzgebirge. Ist im Prinzip original Erzgebirge Kunst, Räucherkerze im Prinzip da drin. Und das Ganze hier als so ein kleiner Koi-Händler, Koi-Züchter mit einem schönen kleinen Kuhaku, ist der nicht niedlich, in so einem kleinen Eimer. Finde ich richtig geil. Macht ordentlich was her. War noch ein paar Räucherkerzen dabei, so dass man das Ganze im Prinzip auch anmachen kann. Dann qualmt er jetzt aus dem Mund. Das habe ich jetzt fürs Video mal nicht gemacht. Vielleicht mache ich das dann so rund um die Weihnachtszeit. Aber da waren ja noch mehr Pakete und auch ein größeres. Was ist denn das schon wieder? Profi-Automatik, Fischfieder, Futterautomat. Meine Güte, Futterautomat von Lin. Tja, ich habe mir immer einen Futterautomat gegönnt, weil ich halt auch immer tagsüber eigentlich nicht zu Hause bin. Und diese Fütterung, diese starke Fütterung morgens und abends, das wollte ich vermeiden. Deswegen möchte ich die Fütterung auf den Tag aufteilen. Kann ich aber nur, wenn ich ein Futterautomat habe. Habe mich für dieses Modell hier entschieden. Und ich denke, die Fische, die haben das schon ein bisschen mitbekommen. Die sind schon wieder so gierig. Die machen schon wieder ihren Mund so auf. Aber es sollte natürlich auch bald was zu futtern geben. Hier sieht das Ganze aus, wenn man den Karton aufmacht. Machen wir so ein bisschen Unboxing jetzt hier. Da oben drauf liegt eine Steuerung mit Plus, Minus und einem Set-Knopf und einer kleinen Erklärung. Und das ist im Prinzip der ganze Inhalt vom Paket. Hier so eine Halterung, eine Steuerung und ein Behälter. Das ist im Prinzip der Behälter, wo das Futter letztendlich tagsüber drin verweilt und dann aus dem Automat nach unten ausgeworfen wird. Das macht es mit einem Motor, einer Mechanik. Da schauen wir doch jetzt mal rein. Na, geht das Bild auf hier. Oben ist ein Klappdeckel, kann man aufklappen. Unten seht ihr so eine kleine Stange. Diese Stange dreht sich und sorgt dann im Prinzip dafür, für den Futterauswurf. Das andere ist hier die Steuerung, also das Herzstück der ganzen Anlage. Da kann man das Ganze dann, ich sag mal, einstellen, kalibrieren. Läuft hier mit so einem normalen Stecker über 240 Volt Steckdose. Und über diese Steuerung stellt man letztendlich die Häufigkeit ein, wie oft der Futterautomat füttern soll, wann er morgens beginnen soll, abends enden soll und welche Mengen daraus kommen sollen. Das hier ist die Halterung, wo das Ganze dann eingehängt wird. Den Automat hängt man in diese Halterung hinein. Der hat hier hinten so einen Winkel, den man wohl dran schrauben kann. Und das werde ich euch gleich nochmal zeigen. Aber vorerst wollen wir nochmal in die anderen Pakete reingucken. Da waren ja noch zwei. Und zwar einmal ordentlich Koi-Futter und ein großer Sack. Das Koi-Futter. Wie ihr wisst, vertreibe ich ja auch ein Futter, das ich hier natürlich bei mir zu Hause auch fütter. Ausschließlich mein eigenes Futter. Und das hier ist so ein großer Karton, da passen 35 Kilo rein. Das ist auch die Maximalmenge, die ich versende. Gibt es übrigens auch einen schönen Staffelpreis, wer hier 35 Kilo bestellen möchte, bekommt das eigentlich auch relativ günstig. Könnt ihr ja mal testen. Dann habe ich hier noch einen anderen Karton gehabt mit Bicarbonat. Das ist im Prinzip Natron-Hydrogencarbonat. Das nutze ich zum Aufhärten für meinen Teich. Hier im 25 Kilo Sack bekommt man recht günstig auf eBay. Das ist im Prinzip dasselbe wie KH+, nur deutlich günstiger und lässt sich auch genauso dosieren, wenn man seinen KH-Wert am Teich mal erhöhen möchte. So, Futterautomat. Schauen wir nochmal zurück zum Teich. Ich habe das Ganze hier mal schon ein bisschen vorgearbeitet, habe mir da so einen dicken Holzklotz hingesetzt, wo man dann die Halterung von dem Futterautomat ordentlich dran schrauben konnte, so dass das Ganze auch nicht so, naja, mir gefällt es optisch auf jeden Fall so sehr gut. Ist halt ein alter Holzklotz, passt zu dem anderen Holz drumherum und die Fische schon wieder ordentlich dabei. Ganz egal, wo man sich am Teich bewegt, die Fische wollen immer fressen und das sollten sie auch bekommen. Und zwar jetzt aktuell über ein Futterautomat in Zukunft. Und der hängt jetzt erstmal da drin in dieser Halterung. So sieht das Ganze dann im eingebauten Zustand aus. Halterung also dran geschraubt mit zwei Schrauben
und der Automat mit dem kleinen Motor oben, diese Futterbox, ist dann da einfach nur reingesteckt. Die hängt da so drin, weil sie konisch ist. Und dazu gehört dann natürlich auch noch die Steuerung. Die Steuerung habe ich hier so ein bisschen versteckt, hier an meinem Blumenkübel. Die ist übrigens nicht 100% wasserdicht, sondern nur spritzwassergeschützt. Steht extra so eine Anleitung. Ich werde das Ganze trotzdem draußen aufhängen. Habe es jetzt auch an vielen anderen Teilchen schon gesehen. Kann dafür natürlich keine Garantie übernehmen, wenn ihr das so nachmacht. Ich mache das hier bei mir so zu Hause, weil ich denke, dass das funktionieren wird. Hier geht das Kabel dann Richtung Automat von der Steuerung. Von der Steuerung geht halt ein Kabel Richtung Steckdose. Ihr braucht also Strom für das Ganze. Und wenn ihr das Ganze einsteckt, könnt ihr dem Automat programmieren. Und wenn ihr den richtig programmiert habt, fällt dann auch Futter raus. Und das sieht dann so aus. Die Koi haben das relativ schnell kapiert. Nur 3-4 Fütterungen hat das gebraucht. Dann wussten sie, dass es hier unter diesem Automat Futter gibt. Bei mir wird übrigens jetzt 15 Mal am Tag gefüttert, von morgens 6 Uhr bis abends 21 Uhr. Also 15 Fütterungen. Und das habe ich mir halt so eingestellt, dass die entsprechende Futtermenge dann herausgelassen wird aus dem Automat. Die Koi sind richtig wild. Die haben sich hier wirklich relativ schnell dran gewöhnt. Und meine Erfahrung ist, durch diese kleineren Futtermengen, die jetzt quasi auch halt, weil das Ganze über den Tag verteilt ist, tut das den Koi wesentlich besser. Sie sind wesentlich agiler geworden, wesentlich aktiver, legen sich auch nicht mehr so oft ab nach einer Fütterung, sondern sind wirklich den ganzen Tag unterwegs, auch verteilt im Teich. Und wenn es dann anfängt, Pellets zu regnen aus dem Automat, dann schießen sie alle hin und hauen so viel rein, wie sie können. Also wie die Feuerwehr geht das dann hier richtig ab und die versuchen sich hier die Pellets ranzuholen, weil es halt auch nur eine relativ geringe Menge ist, anstatt wenn man halt morgens und abends eine große Menge füttert. Und dann habe ich nochmal zugeschlagen. Tja, ihr werdet mich für verrückt halten. Ich halte mich auch für verrückt, nämlich Koi-verrückt. Ich habe nochmal zugeschlagen bei Rhein-Main-Koi, bei den Auktionen bei Dainichi Europe. Ich habe mir einen Showa ersteigert. Hier, Blutlinie Supermonster, ist ein Nissei, männlich. 54 cm konnte ich einfach nicht widerstehen. Entspricht nämlich genau dem, was ich mir schon immer gewünscht habe. So eine Art Kindai-Showa mit viel, viel Weißanteil. Und den habe ich dann einen Montag abends abgeholt. Und dann bei mir erstmal hier in eine Wanne gepackt mit der Tüte. War natürlich wieder eine lange Reise für den Fisch. Hab ihn dann ausgetütet. So sieht das Ganze aus. Also ein Kindai-Showa mit viel Weißanteil. Auch solchen grauen Passagen im Schwarz. Gefällt mir persönlich sehr gut. Und das ist natürlich auch das Wichtigste. Bei Showa und auch bei Kohaku und solchen Varietäten ist es natürlich auch immer eine Geschmacksfrage. Da gibt es halt so viele Möglichkeiten. Auch bei der Flossenzeichnung. Das Schwarz in den Flossen nennt sich Motoguru. Das gefällt manchen nicht so gut, wenn das so ausufert. Manche mögen es eher kompakt. Ich mag diesen Fisch und ich hoffe natürlich auch, dass er sich noch ein bisschen entwickeln wird bei mir im Teich. Und dann schwamm er auch im Teich. Zusammen mit den ganzen anderen, mit der ganzen Bande. Ich habe immer noch ein bisschen Salzgehalt im Teich. Das war also ganz gut für die Vergesellschaftung hier. Ich musste ja einmal aufsalzen, weil ich alle meine Fische in den Teich packen musste aus der Quarantäne, weil die halt abgeschmiert ist. Also habe ich immer noch ein bisschen Salz im Teich gehabt. So 0,3, 0,4 hatte ich noch zu diesem Zeitpunkt. Also für eine Vergesellschaftung durchaus auch noch akzeptabel. Wollte jetzt auch nicht nochmal neu aufsalzen. Und der Showa von Dainichi kann jetzt hier auch mit den anderen seine Runden ziehen. Und das tut er auch aktuell relativ gut, war recht munter, durfte sich dann auch an der Fütterung gleich beteiligen. Ich habe das hier weiterhin durchgezogen, neuer Fisch kommt in den Teich. Gab es erstmal ein paar Pellets, nicht über den Automat erstmal, sondern erstmal per Hand die ersten paar Tage. Also schon kontrollierte Fütterung nicht ausufern lassen. Und als ich dann gemerkt habe, dass das hier ganz gut funktioniert, dass der Fisch gut dabei ist, die anderen Fische auch keine Probleme haben mit dem weiteren neuen Koi, habe ich dann den Automat auch wieder angeschmissen und dann ging das so weiter. Leider gab es dann auch hier nochmal ein kleines Problemchen. Als der Automat einmal tagsüber alle war, dann war jemand so frei und hat diesen Automat nochmal aufgefüllt. Das bedeutet, an einem Tag gab es eine durchaus großzügige Futtermenge, was dazu geführt hat, dass hier die Fische ordentlich auch den Teich voll gekackt haben, sag ich mal. Und über Nacht hat das dann dazu geführt, dass der Trommelfilter wie wild gespült hat. Und dann musste ich hier tatsächlich morgens auch erstmal Frischwasser
nachfüllen, weil auch einige Zentimeter schon raus waren aus dem Teich. Und da war natürlich auch ordentlich Abfallstoffe von den Fischen im Wasser. Und wenn man dann so ein bisschen oberflächenmäßig das Wasser reinsprüht, dann gibt das hier eine ordentliche Schaumdecke, ist natürlich auch ordentlich Eiweiß dann mit im Wasser drin. Das kann natürlich auch passieren. Muss man halt ein bisschen aufpassen, was die Futtermenge angeht. Die Fische haben sich, ja, ich würde mal sagen, schon gefreut. Die konnten ordentlich reinhauen. Aber jetzt, einen Tag danach, müssen sie aber auch mal eine Futterpause machen. So Leute, habe ich euch mal wieder mitgenommen zu mir nach Hause an meinen Teich. Mal ein bisschen gezeigt, was sich hier schon wieder verändert hat im Mai. Bei mir passiert halt auch immer eine ganze Menge. Wenn euch das gefallen hat, wenn ihr es interessant fandet, gebt mir doch vielleicht ein Like für dieses Video. Falls ihr noch Fragen, Anregungen, Kritik habt, bitte direkt bei YouTube unten drunter schreiben, unter das Video als Kommentar. Ich werde das natürlich so schnell ich kann beantworten. Vielen Dank für alle Abonnenten, die wieder dabei waren. Und falls ihr noch kein Abonnent seid, vielleicht abonniert ihr diesen Kanal, denn hier gibt es jede Woche ein neues Video rund um das Thema Koi, Händlerberichte, mein Koi-Teich, Privatteiche. Demnächst gibt es wieder einige Privatteiche, freut euch schon mal drauf. Und damit möchte ich mich nun verabschieden und freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Bis dahin Leute, ciao!